mich fasziniert an der Sylphie, dass sie es schafft, in einem Jahr 3 Meter hoch zu werden. Das heißt, sehr, sehr viel Biomasse aufzubauen. Und sie ist auch sehr attraktiv für den Menschen. Das heißt, sie sieht optisch sehr, sehr schön aus, wie so eine kleine Mini-Sonnenblume. Und auch attraktiv für die Insekten. Wenn man durch so ein Sylphiumfeld geht, dann surrt es überall. Und überall fliegen Schmetterlinge und Bienen. Und sie versorgt die halt mit Nektar. Das ist sehr, sehr wertvoll für die Umwelt auch. Mehrjährige Kultur mit vielen ökologischen Vorteilen. Das ist eine schöne Alternative zum Energiemais. Das heißt, man kann einfach Biomasse damit herstellen, um danach daraus Energie zu gewinnen. Aber wir gucken auch nach neuen Sachen, die man aus der Sylphie machen kann. Zum Beispiel Papier ist eine gute Möglichkeit, das bietet sich an. Oder auch für Vierfutter ist eine Alternative. Wir wollen eine Art quasi Turbodomestikation mit der Sylphie machen. Das heißt, wir arbeiten an molekularen Markern und analysieren das Material, das europäische, erstmal, was wir hier hatten, schon genetisch, um eine Idee zu kriegen, wie ist es miteinander verwandt. Und zusätzlich haben wir jetzt aus den USA noch Pflanzen mitgebracht, die aus verschiedenen Regionen der USA stammen und wollen diese jetzt auch noch auf dem Feld testen, aber auch genetisch analysieren und dann auch in unser europäisches Material einkreuzen, sodass wir dann vielleicht schnell bessere Pflanzen haben. Wir nutzen die neuen Züchtungstechnologien wie die Genschere Cas9 in Kulturpflanzen wie Gerste und Weizen, um sie so eben anwendbar zu machen für die Pflanzenzüchtung. Der große Vorteil dabei ist, dass diese neuen Techniken sehr viel schneller sind als klassische Kreuzung zum Beispiel und dass wir sehr präzise Veränderungen erzeugen können. Und viele Krankheitserreger wie Pilze und Viren interagieren auf ganz molekularer Ebene mit der Pflanze. Und wenn wir an dieser Stelle präzise Veränderungen erzeugen, wird eben die Vermehrung der Krankheitserreger verhindert und die Pflanze ist resistent. Ein Beispiel dafür ist die Interaktion bei der Proteinbiosynthese. Da spielen Faktoren eine Rolle, die die Pflanze nutzt, um ihre Proteine herzustellen. Und genau den gleichen Faktor nutzt auch das Virus, um seine Proteine von der Pflanzenzelle herstellen zu lassen und sich so zu vermehren. Und unser Ziel ist jetzt, mit Hilfe der Genschere Cas9 ganz gezielte Veränderungen in diesem Faktor zu erzeugen, sodass die Pflanze ihn weiterhin nutzen kann und ihre Proteine herstellen kann, aber die Bindung an das Virus verhindert wird, sodass das Virus sich nicht vermehren kann und die Pflanzenzelle damit resistent ist und gesund bleibt. In meinem Projekt beschäftige ich mich mit den neuen Züchtungsverfahren bei Pflanzen, insbesondere mit CRISPR-Cas, was auch vielen bekannt ist als die Genschere. Diese Genschere ist bereits für viele Kulturpflanzen und Modellorganismen etabliert. In meinem Projekt beschäftige ich mich damit, die Methoden dieser Genschere zu optimieren und neue Genscheren, insbesondere neue CRISPR-Cas-Systeme, für die Pflanzen verfügbar zu machen. Im Prinzip kann jede Kulturart für die Genschere erschlossen werden. Viele sind es bereits und wir arbeiten derzeit mit Soja, Kartoffel, Karotte, Weizen und Gerste und dem Modellorganismus Arabidopsis. Mich fasziniert eine Methode, dass wir mit CRISPR-Cas, mit der Genschere, Mutationen in Pflanzengenom einbringen können, die von klassischer Züchtung nicht zu unterscheiden sind und sich auch von einer natürlichen Mutation nicht unterscheiden. Konkret arbeiten wir daran, dieses Werkzeug der Pflanze nur
für eine gewisse Zeit zur Verfügung zu stellen. Nicht wie es gewöhnlich ist, dass das Werkzeug stabil in, das Pflanzenerbgut eingebaut wird, sondern was wir machen ist, wir haben das Werkzeug einzeln im Labor vorliegen, bringen es in die Pflanzenzelle ein, die Pflanzenzelle wird verändert, das Erbgut erhält eine Mutation und die Pflanzenzelle baut nach und nach die Werkzeuge wieder ab, sodass wir nach etwa 48 Stunden die Werkzeuge in der Pflanzenzelle nicht mehr nachweisen können. An Papin fasziniert mich einerseits, dass es als Bioenergie genutzt werden kann. Also das Holz der Pappel kann als Hackschnitzel verarbeitet werden und wird dann für Bioenergie genutzt. Andererseits steht die Pappel auf Flächen, die nicht in Konkurrenz steht mit Getreiden zum Beispiel und kann dementsprechend auch an Orten angebaut werden, die nicht so viel Nährstoffe im Boden haben. Ziel des Projektes ist einerseits, die Pappeln gegenüber Pappelrost, einem schadhaften Pilz, resistenter zu machen. Dieser Pilz sorgt für Ertragseinbußen von bis zu 50% auf der Fläche und ist eine der stärksten Krankheiten auf Pappel. Andererseits gibt es natürlich neben diesem schädlichen Pilz auch Pilze, die gut sind für die Pflanze, zum Beispiel Pilze, die an den Wurzeln vorhanden sind, die dann Symbiose ausbilden und dann der Pflanze Nährstoff sozusagen zuführen. Es ist so, dass die Immunantwort der Pflanze über bestimmte Enzyme vermittelt wird und diese Enzyme lassen sich in zwei oder drei Gruppen gliedern. Zwei von den Gruppen gehören zu der Resistenz gegenüber schädlichen Pilzen und die dritte Gruppe oder zweite Gruppe ist dann die Symbiose mit den gutartigen Pilzen sozusagen, die wir fördern wollen. Ich persönlich beschäftige mich mit den gutartigen Pilzen, mit denen an der Wurzel und möchte derzeit herausfinden, welches von den Genen verantwortlich ist, dass diese Symbiose ausgebildet wird. Und versuche die Funktion dieser Gene zu analysieren, indem ich sie über CRISPR-Cas ausschalte, um herauszufinden, welches von denen jetzt dasjenige ist, was die Symbiose mit den Pilzen fördert. Neben normalen Umwelteinflüssen wie zum Beispiel Wind, Regen und den ganzen Wetterphänomenen ist besonders wichtig die Mikroben, die ja überall auf der Pflanze drauf sind und auch viel auf den Blättern, das mich interessiert. Da hat man zum Beispiel, dass pro Blatt auf jedem Quadratzentimeter 1 bis 10 Millionen Bakterien drauf sind. Und diese Mikroben insgesamt sind nicht nur einfach da, sondern die interagieren auch richtig miteinander. Die betreiben Handel, die betrügen sich auch teilweise, wie in so einer richtigen Gesellschaftsform auch. Wenn man sich das über einen zeitlichen Raum anschaut, sieht man, dass einige Mikroben eine Sonderstellung innerhalb dieser Gesellschaft einnehmen und die Gesellschaft strukturieren, so eine Art Politiker-Mikroben. Und dabei gilt, je nachdem, wie Sie sie strukturieren, je diverser und kommunikativer die Gemeinschaft im Endeffekt ist, umso leichter ist es, nützliche Mikroben zu integrieren. Aber umso schwerer fällt es natürlich auch Schädlingen, die Pflanze zu befallen. Und da kann man neuartig Pflanzenschutzmittel einsetzen, um ganz gezielt diese Mikroben anzugreifen oder zu fördern, um letzten Endes eine umweltfreundlichere Methode zu haben, um die Pflanzen vor Pathogenen zu schützen.